Hey Leute, zu einer anderen Folge auf meinem Kanal, Leute. Und zwar gibt es heute wieder ein weiteres Video für euch. Und zwar geht es mir heute darum, wie ihr den Totengräber-Skin aus Save the World in Fortnite Battle Royale bekommen könnt. Ist auf jeden Fall mega easy, schaut auf jeden Fall auch mega krass aus. Und falls euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Postwertung und ein Abo da. Und vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen, Leute. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Und ja, Leute, wie schon gesagt, zeige ich euch heute mal, wie ihr eben den Totengräber-Skin aus Save the World in Battle Royale bekommen könnt. Was ihr dazu braucht, ist wieder ganz easy. Ihr braucht wieder ein Programm, und zwar nennt sich das AR Swapper. Wurde wieder programmiert von FNBO Leaks. Die werde ich natürlich auch wieder in meiner Beschreibung verlinken. Auf jeden Fall braucht ihr dieses Programm, dieses schöne Wilderer-Programm. Auf jeden Fall gibt es wieder zwei Download-Links, die ich in der Videobeschreibung verlinken werde. Auf jeden Fall ist es wieder ein Mediafire-Link und ein Mega-Link. Ihr könnt euch das Programm bei einer von diesen zwei Plattformen downloaden. Ist das gleiche Programm, nur zwei unterschiedliche Plattformen. Und ja, Leute, falls ihr eben diesen Download abgeschlossen habt, könnt ihr euch das Programm gerne mal auf den Desktop ziehen. Ist egal, aber ist auf jeden Fall ein bisschen übersichtlicher. Auf jeden Fall, falls ihr das gemacht habt, haben wir schon mal die halbe Miete. Was ihr jetzt noch machen müsst, ist ganz easy. Wir öffnen den Packs-Ordner. Kennen wahrscheinlich die meisten, die sich auch mit diesem Thema schon ein bisschen beschäftigt haben. Das ist auf jeden Fall der Ordner, wo sich die ganzen Texturen befinden von dem ganzen Game. Auf jeden Fall, falls ihr diesen Ordner geöffnet habt. Kann ich hier nochmal kurz diesen Dateienpfad, könnte man schon sagen, nennen. Das ist wieder lokaler Datenträger, also wo euer Fortnite drauf gespeichert ist. Programme, Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Content Packs. Ihr könnt das Video gerne pausieren, falls ihr jetzt das nicht auf die Schnelle schafft, dahin jetzt hinzukommen. Auf jeden Fall, falls ihr eben zu diesem Ordner gekommen seid, ist relativ easy. Sollten 20 Dateien drin sein. Und falls ihr eben alle 20 habt, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal richtig. Was ihr jetzt noch machen müsst, ihr öffnet euren AR-Swapper, die Datei, die wir ja gerade gedownloadet habt, bevor wir aber den AR-Swapper in den Packs-Ordner ziehen. Davor müssen wir eben den Echtzeitschutz von eurem Antivirus-Programm deaktivieren, könnte man besser sagen, weil sonst wird eben dieses Programm als Virus detected und das wollen wir ja nicht, sonst wird es nicht funktionieren. Auf jeden Fall müsst ihr eben diesen Echtzeitschutz ausschalten. Bei mir ist es jetzt Avira. Manchmal könnt ihr es auch per Windows machen, also in den Windows-Einstellungen müsst ihr eben schauen, dass das deaktiviert ist, weil sonst wird dieses Programm eben detected und das wollen wir eben nicht. Wir wollen ja eben den Skin in Fortnite Battle Royale bekommen. Auf jeden Fall, falls ihr das gemacht habt, dann habt ihr schon mal die Dreiviertelbiete, können wir schon sagen. Auf jeden Fall können wir dann eben diesen Ordner öffnen und dann haben wir wieder zwei unterschiedliche Dateien. Einmal eine Readme-Text-Datei ist ja eben immer drinnen. Dort haben wir den ganzen Credits von diesem Hersteller, also von diesem Programmierer von dieser Datei, bisschen von diesem Programm. Auf jeden Fall ziehen wir uns dann dieses extra Programm noch in unseren Ordner, in unseren Packs-Ordner, wo ja die ganzen Texturdateien oder die ganzen Dateien drinnen sind. Und was wir jetzt noch machen, ist ganz easy. Wir öffnen eben diese Excel-Datei und es öffnet sich ein schwarzes Fenster beziehungsweise eine Konsole, wo wir dann die ganzen Befehle ausführen können. Auf jeden Fall stehen hier die ganzen Credits, developed by FNBO Leaks. Verlinke ich, wie schon gesagt, wieder in der Videobeschreibung. Dann haben wir wieder zwei Auswahlmöglichkeiten. Einmal Spoof Halloween AR Gravedigger, das ist eben der Totengräber, und einmal wieder vom Totengräber zur normalen AR. Auf jeden Fall sind wir hier eben in diesem Programm angelangt. Das könnt ihr ja ignorieren. Das ist einfach nur geschrieben, dass man eben nochmal in die Readme-Text-Datei schaut. Auf jeden Fall, was ihr jetzt noch macht, ihr drückt die 1. Wir wollen ja die ganz normale AR zu der Totengräber AR machen. Also drücken wir die 1, drücken Enter und natürlich werden hier wieder die ganzen Files replaced. Und ja, dann würde ich mal sagen, war es das eigentlich schon. Wir haben das gemacht. Also eben, wir haben jetzt gerade die ganzen Texturen wieder geswappt. Also getauscht, und wir haben jetzt den Grave Digger. Und ja, auf jeden Fall haben wir gerade dieses Swappen, das Texturentauschen abgeschlossen. Ob ihr das Programm jetzt löscht oder da in diesem Ordner behält, ist relativ egal. Ist eure eigene Entscheidung. Ich werde dann jetzt wieder rauslöschen, aber auf jeden Fall sind wir jetzt schon fertig, Leute. Wir müssen jetzt eben die Textur getauscht, und was wir jetzt noch machen müssen, wir öffnen Epic Games Launcher und starten unser Spiel, und ich werde euch zeigen, dass eben jetzt die Textur getauscht wurde, Leute.
Und ja, Leute, wir sind jetzt in-game angelangt und ich wollte euch einfach nochmal in-game zeigen, wie eben dieser Skin aussieht, Leute. Schaut einfach mega krass aus. Wir sehen hier schon, dass eben dieser Totengräber-Skin aus Save the World. Schaut auf jeden Fall mega krass aus. Auf jeden Fall besser als die ganz normale Standard-Air, Leute. Die eh irgendwie komplett nur random ist, gefühlt. Auf jeden Fall haben wir eben jetzt diesen Skin in-game drinnen, Leute. Wir können das nochmal kurz aufheben. Und wenn wir das in die Hand nehmen, schaut das auf jeden Fall mega krass aus. Eben dieser Halloween-Skin, dieser Totengräber-Skin. Und ja, ist auf jeden Fall mega krass, Leute. Wir können das nochmal klar machen. Schaut auf jeden Fall mega krass aus und ist auch mega krass, Leute. Und ja, auf jeden Fall hoffe ich einfach, dass es bei euch geklappt hat. Und falls ihr noch Fragen oder andere Videowünsche habt, dann schreibt die auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare. Und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, Cheerio, bye.